Tschernobyl könnte 48 Stunden von austretender Strahlung entfernt sein, warnt die Ukraine, nachdem der Strom abgeschaltet wurde, was es unmöglich macht, abgebrannten Kernbrennstoff zu kühlen. Das staatliche Nuklearunternehmen Energoatom sagte, es könne abgebrannten Kernbrennstoff nicht kühlen. Der abgebrannte Brennstoff wird in Metallbehältern gelagert, die in einem großen Wasserbecken gekühlt werden. Doch ohne Strom kann das Wasser nicht auf den notwendigen Temperaturen gehalten werden. Strom wird auch für den Betrieb von Ventilatoren und zur Überwachung der Strahlungswerte verwendet. Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung waren aufgrund der russischen Kontrolle der Anlage nicht möglich. Russland übernahm am ersten Tag der Invasion die Kontrolle über das stillgelegte Atomkraftwerk. Die Ukraine hat gesagt, dass Tschernobyl 48 Stunden von einem Austritt von Strahlung entfernt sein könnte, und forderte Russland auf, einen dringenden Waffenstillstand einzuhalten, damit Reparaturen durchgeführt werden können. Das Nuklearunternehmen des Landes, Energoatom, warnte zuvor davor, dass radioaktive Substanzen freigesetzt werden könnten, wenn ein Stromausfall am Standort länger andauert, da dies die Kühlung abgebrannter Kernbrennstoffe unmöglich macht. Russische Truppen eroberten das Werk und unterbrachen die Stromversorgung in den frühen Tagen der Invasion. Reparaturen an der Anlage sind seitdem nicht mehr möglich. Die Anlage läuft derzeit mit Notstromaggregaten, die mit Diesel betrieben werden. Die französische Regierung sagte, sie stehe in Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEO, und drange Russland zur Zusammenarbeit. Reservedieselgeneratoren haben eine Kapazität von 48 Stunden, um das KKW Tschernobyl mit Strom zu versorgen, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einer Warnung auf Twitter. Danach werden die Kühlsysteme des Lagers für abgebrannten Kernbrennstoff abgeschaltet, wodurch Strahlungslecks unmittelbar bevorstehen. Energoatom sagte, dass die Arbeiten zur Reparatur der Verbindung und zur Wiederherstellung der Stromversorgung des Kraftwerks, dem Schauplatz der größten Atomkatastrophe der Welt im Jahr 1996 nicht möglich waren, da in der Region Kämpfe im Gange sind. Das Unternehmen sagte, dass es in Tschernobyl etwa 20.000 abgebrannte Brennelemente gab, die bei einem Stromausfall nicht kühl gehalten werden konnten. Ihre Erwärmung könnte zur Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt führen. Die radioaktive Wolke könnte vom Wind in andere Regionen der Ukraine, Weißrusslands, Russlands und Europas getragen werden, heißt es in einer Erklärung. Ohne Strom würden auch die Lüftungssysteme im Werk nicht funktionieren und das Personal gefährlichen Strahlendosen aussetzen, fügte er hinzu. Russland übernahm am ersten Tag der Invasion die Kontrolle über das stillgelegte Atomkraftwerk und hat seitdem einen zweiten Nuklearstandort erobert, Saporischschja, den größten in Europa. Der Energiebetreiber Ukrenergo sagte auch, dass die Stromversorgung der Anlage und ihrer Sicherheitssysteme vollständig unterbrochen wurde. Die Anlage war vollständig vom Stromnetz getrennt, sagte Ukrenergo in einer Erklärung auf seiner Facebook-Seite und fügte hinzu, dass militärische Operationen bedeuten, dass es keine Möglichkeit gibt, die Leitungen wiederherzustellen. Frankreich sagte am Mittwoch, es sei in Kontakt mit der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, um die Situation in Tschernobyl zu bewerten. Wir versuchen, diese Berichte zusammen mit der Internationalen Atomenergiebehörde zu klären, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal, der hinzufügte, dass Frankreich Russland zur Zusammenarbeit auffordere. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums hatte am Mittwoch erklärt, Deutschland habe keine Kenntnis von Strahlung, die aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine austritt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin während der Gespräche zwischen den beiden am Wochenende aufgefordert, den Schutz und die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen zu gewährleisten. Die IAEO sagte später am Mittwoch, sie sehe
keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit, durch den Stromausfall im stillgelegten Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. Der in Wien ansässige UN-Atomwächter sagte am Mittwoch, dass die Ukraine ihn über den Stromausfall informiert habe und dass die Entwicklung gegen eine wichtige Sicherheitssäule zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung verstoße. Aber es twitterte, dass die IAEO in diesem Fall keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit sieht. Die IAEO sagte, dass es eine effektive Wärmeableitung ohne Notwendigkeit einer Stromversorgung aus abgebrannten Kernbrennstoffen am Standort geben könnte. Im Gespräch mit Mail Online sagte Claire Corkhill, Professorin für nukleare Materialdegradation an der Sheffield University, dass der Stromausfall in Tschernobyl zwar besorgniserregend sei, der abgebrannte Kernbrennstoff aber nicht zu einer nuklearen Kernschmelze führen würde. Da die Stromversorgung des Standorts Tschernobyl nicht verfügbar ist, gibt es mehrere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des dort gelagerten Kernmaterials, sagte sie. Das erste Problem, erklärte sie, sei, dass abgebrannte Brennelemente aus den Reaktoren 1 und 3 in Metallgehäusen in einem Teich, der wie ein großes Schwimmbecken aussieht, kühl gehalten werden. Dieses Material erzeugt Wärme durch radioaktiven Zerfall und erfordert eine konstante Kühlung, die durch das Pumpen von frischem, kühlem Wasser in die Teiche erreicht wird, sagte sie. Ohne Stromversorgung könnte dieses Wasser langsam verdunsten, was möglicherweise zu einer Kontamination des Gebäudes durch geringe Mengen radioaktiver Isotope führen könnte. Das zweite Problem, sagte sie, betrifft die Überwachung der Radioaktivitätswerte in Reaktor 4, dem Reaktor, der 1996 explodierte. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Strahlungsüberwachungssysteme in der Lage sind, die Situation im Inneren von Reaktor 4 ständig zu überwachen, damit wir mögliche Gründe zur Besorgnis über den dort befindlichen freigelegten Kernbrennstoff erkennen können, sagte Professor Corkhill. Ein weiteres ernstes Problem ist die Wartung des Belüftungssystems in der New Safe Confinement Struktur, fuhr sie fort. Die Tschernobyl New Safe Confinement ist die riesige Abdeckung, oder der Sarkophag, der 2016 über Reaktor 4 gelegt wurde. Dies verhindert eine weitere Verschlechterung des Reaktors Nummer 4 und des gefährlichen exponierten Kernbrennstoffs darin und ist für die zukünftige Stilllegung des Standorts von entscheidender Bedeutung. Wenn diese Struktur keinen Strom hat, könnten wir das vollständige Scheitern des 1,5 Milliarden Euro teuren Stilllegungsprogramms erleben, das den Standort ein für alle Mal sicher machen sollte. Während Professor Corkhill dort sagte, dass der Stromausfall wahrscheinlich nicht zu einer großflächigen Freisetzung von Radioaktivität führen würde, sagte sie, es sei wahrscheinlicher, dass es eine schwere Kontamination in einem der Lager für abgebrannte Brennelemente geben würde. Die Forschung von Professor Corkhill konzentriert sich auf das Verständnis der langfristigen Entwicklung von radioaktivem Abfallmaterial in Endlagerungsumgebungen und sie berät unabhängig zu den Richtlinien der britischen Regierung für die Handhabung und Entsorgung radioaktiver Abfälle. Sie leitet ein britisches Team, das einen entscheidenden Beitrag zur riesigen Aufräumaktion im havarierten Kernkraftwerk Fukushima in Japan leistet, nachdem es Material entwickelt hat, das die gefährlichsten radioaktiven Trümmer simuliert, die in den Reaktoren verbleiben. Am 24. Februar marschierte Russland in die Ukraine ein und beschlagnahmte die stillgelegte Anlage, Schauplatz einer Katastrophe von 1986, bei der Hunderte ums Leben kamen und die radioaktive Kontamination nach Westen über ganz Europa verbreitet wurde. Das Tschernobyl-Gelände steht seit vergangener Woche unter der Kontrolle russischer Truppen. Die Ursache für den Schaden an der Stromleitung, die ihn versorgte, war nicht sofort klar. Am Dienstag teilte die UN-Atomwache IAEA mit, dass der Standort keine Daten mehr übertrage, und äußerte sich besorgt über das Personal, das unter russischer Bewachung arbeitet.
Die Situation für das Personal verschlimmere sich, sagte die IAEA unter Berufung auf die ukrainische Nuklearaufsichtsbehörde. Die stillgelegte Anlage befindet sich in einer Sperrzone, in der stillgelegte Reaktoren sowie Anlagen für radioaktive Abfälle untergebracht sind. Im Jahr 2016 wurde der Tschernobyl New Safe Confinement eingerichtet, um den Reaktor abzudecken. Es wurde entwickelt, um eine weitere Freisetzung radioaktiver Schadstoffe für 100 Jahre zu verhindern. Mehr als 2000 Mitarbeiter arbeiten immer noch in der Anlage, da sie ständig verwaltet werden muss, um eine weitere Atomkatastrophe zu verhindern. IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi forderte am Dienstag, die Streitkräfte, die die tatsächliche Kontrolle über den Standort haben, auf, dringend die sichere Rotation des Personals dort zu erleichtern. Er wiederholte auch sein Angebot, nach Tschernobyl oder anderswo zu reisen, um sich von allen Parteien, das Engagement für die Sicherheit der ukrainischen Kraftwerke zu sichern. Der Generaldirektor wies darauf hin, dass die Ferndatenübertragung von Überwachungssystemen, die im Kernkraftwerk Tschernobyl installiert sind, verloren gegangen ist, sagte die IAEO gestern in einer Erklärung. Sicherheitsvorkehrungen verfolgen Kernmaterial und Abfallprodukte, die von Kernkraftwerken erzeugt werden. Die IAEO forderte die russischen Behörden auf, den 210 Mitarbeitern, die in Tschernobyl gefangen gehalten werden, die Ausreise zu gestatten, und argumentierte, dass trotz der relativ niedrigen Strahlungswerte in der Region eine sichere Rotation des Personals gewährleistet werden müsse. Es kommt, nachdem das in Wien ansässige UN-Gremium sagte, die ukrainischen Behörden hätten am Sonntag einen Angriff auf eine Nuklearanlage in Charkiw gemeldet, obwohl am Standort kein Anstieg der Strahlungswerte gemeldet worden war. Was passierte während der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986? Am 26. April 1986 erlitt ein Kraftwerk am Stadtrand von Pripyat einen schweren Unfall, bei dem einer der Reaktoren Feuer fing und explodierte, wodurch radioaktives Material in die Umgebung gelangte. Mehr als 160.000 Einwohner der Stadt und der umliegenden Gebiete mussten evakuiert werden und konnten nicht zurückkehren, wodurch das ehemalige sowjetische Gelände als radioaktive Geisterstadt zurückblieb. Die Sperrzone, die ein beträchtliches Gebiet in der Ukraine und einen Teil des angrenzenden Weißrusslands umfasst, wird für kommende Generationen in Kraft bleiben, bis die Strahlungswerte auf ein sicheres Niveau gesunken sind. Die Region wird aufgrund der anhaltenden umfangreichen Strahlung als tote Zone bezeichnet. Die Verbreitung von Wildtieren in der Region widerspricht dem jedoch, und viele argumentieren, dass die Region den Tieren überlassen werden sollte, die sich in der Region etabliert haben, wodurch ein radioaktiv geschütztes Wildreservat geschaffen wird.